Recoil. Ah. Danke für den Tipp. Ich war ganz vergessen, dass der Flug war. Alleine mit Ampharos. Leute, so einfach geht's. Easy going. War doch ein Klacks. Approves of your victory. I confirm you this. So, if you're a Pokémon Elite Orden, you receive the Rising Orden. You can now face the Johto Elite Four. I wish you much luck. I myself have not beat the Johto Elite Four. Ja, du bist auch eine Lusche. Weißt du? Fand ich sogar gar nicht. Jetzt eine große Klappe und lass mich in Ruhe. Ab von hier. So, haben wir da auch nochmal schnell im Alleingang besiegt. Warte mal. So. Für Thumbnail nochmal hier schnell. So, was gibt der mir hier für Helper? Komm, wir wissen noch. Drachenpuls. Hey, Drachenpuls? Nee. Drachentanz wäre cool, wenn er das verkaufen würde. Das wäre echt cool. So. Blub, weise mir den Weg. Warte mal, wo ist denn die Karte? Wir sind jetzt da. Hier geht's wahrscheinlich nicht lang. Nee. Wo müssen wir jetzt lang? Wo ist denn der nächste Weg? Wahrscheinlich runter, ne? Nee, runter wäre auch falsch. Willst du denn hin? Erstmal wieder nach Kanto. Ach, ich kann jetzt meine Pokémon schon wiederholen, oder? Ja. Ja! Glaube ja. Wie geil ist das denn, Leute? Glurak, Level 75, Lusche. Ey, ich möchte meinen Tutok wieder haben. Wo bist du? Warte. Das war klar, dass es kommt. So. Akzeptiere ich. 85. Ah, vielen lieben Dank. So, mein Tutok ist wieder im Team. Es ist im Team. Warte mal, Pflanzen-Pokémon haben wir nicht. Bisak Flor kommt wieder rein. Wer ist denn jetzt stärker? Hallo, willst du jetzt dein Relaxo haben? Das wäre super. Ich glaube, ich habe sogar was für dich. Okay. Warte mal, hier kurz mal vergleichen. Ich habe da so ganz spontan was gefunden. Okay. Wie, was? Was war hier los? Streng geheime Tauschaktion. Ich merke schon. Totok, wo bist du? Ach, der ist ja schon im Team Tool. Oh, jetzt ist aber Glurak nicht so stark wie Tornopto. Mein Leftover würde ich gerne wieder haben. Dankeschön. So, Geradax ist schon mal raus. Obwohl Geradax eigentlich gar nicht mehr so schwach war. Aber wir haben ja andere Prioritäten. Glurak, ey, was machen wir mit dir? Also ich persönlich werde Glurak, glaube ich, auch wieder mit ins Team nehmen, weil du kannst einfach so viele verschiedene Attacken draufhauen. Das ist echt ziemlich gut. Hier. Zum Beispiel Drachenattacken. Weil Lance ganz gut brauchen könntest. Na, ich habe jetzt hier auch noch Dings, ne? Warte, was hat der denn hier? Was ist das denn? Fokusband? Was ist denn ein Fokusband? Oh, das ist mega gut. Echt jetzt? Das ja. Hat Maschok im Dings hier. Klaue ich ihn jetzt mal aus dem Inventar. Ich weiß es nicht genau, was der Unterschied zwischen Fokusband und Fokusgurt irgendwie ist. Auf jeden Fall ist das dafür da, wenn... Das ist quasi sowas wie Sturdy. Also wenn das Pokémon quasi abnippeln würde, dann überlebt es noch mit einem HP. Okay, nice. Was ist denn das jetzt hier? Hearthstone. Boots Power of Rock Type Moves bei... Wann haben denn alle meine Pokémon so einen übelsten Dinger hier drin? Warte mal. Das Onix, glaube ich, das auch nochmal raus hier. Da muss man ja gucken, was hier alles im Inventar bei den ganzen Pokémon drin ist. Was hat denn Dodo hier drin? Dodo hat Boots of Power of Flying Typen Moves bei 20%. Oder nehme ich ihn auch mal raus. Ja, sind ja Schätze begraben hier in meiner Pokémon-Sammelbank. Was haben wir denn hier in Garados? Und Garados hat ein Leftover hier drin. Hallo. Hattest du nicht mal eins vermisst? Jetzt weißt du, wo es ist. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leftovers ich habe. Haben wir hier noch? Warte, ein Slimog. Was hat der denn hier? Black Slug. Also schwarzer Schleim wahrscheinlich.
So, nehmen wir auch mal raus. Weil hier auf der Bank bringt es mir herzlich wenig so eine Dinger. Hier Kokowai oder Owai. Leafstone. A dark green stone contains the fossil of a leaf. Okay. Klaue ich ihn mal. So, jetzt habe ich Glurak, Bisaflor, Turtok, Turtnupto, Kingdra und Ampharos. Ampharos ist so ein Allrounder. Kann Käferattacken, Gesteinsattacken, Drachenattacken und Elektroattacken. Also vier Typen kann er besiegen. Jetzt will ich mal gucken, wie viele Leftovers ich habe. Das ist ja nicht mehr normal. Zwei? Nein, ich habe eins, zwei, drei. Drei Stück. Boah. Ich handel ein Leftover 50.000. Millionen. Ich glaube, viel mehr habe ich aber auch nicht. Ich habe, glaube ich, auch nur drei oder vier. Nein. No. So, da musst du dich aber anstrengen. Du hast jetzt alle drei deine Starter-Pokémon, ja? Also. Geht noch. Jetzt auf Bioto. No, was ist denn hier los? Hier muss man kurz mal hingucken. Teddiosa. Teddiosa. Ist ja hier wohl. Tschüss. Das ist ein Membership-Pokémon. Ja, wir sind nach unten gegangen. Warte, ich gucke noch einmal rein. Schon ja, Teddiosa. Noch einmal gucke ich noch und dann düsen wir schnell weiter. Schon wieder Teddiosa, ne? Wir haben Membership-Pokémon. Hast du? Nein, aber siehst du hier. Achso, ja. Toll, jetzt gehe ich den falschen Weg. Genau den alten Mann Christian in die Arme. Ach ja. Der gute alte Christian. Christian mit seinem Tauboss Level 46. Da machen wir jemand das Charge. Bei dir Level 46? Ja, was für Level ist denn bei dir der Tauboss? 40. 41. Ja, siehste, ich brauche halt eine Herausforderung. Brillum, was ist denn das für ein Pokémon? Warte mal, sieht aus wie so ein Käfer oder sowas. Mach ich mal Signalbeam. Has faint. Oh, trotzdem One-Hit. Keine Effektivität. Starmie! Level 47. Hier kriegst man ein Discharge ins. Ja, ins Gesicht würde ich jetzt nicht sagen, weil Starmie sieht ja jetzt nicht so aus wie jemand, der ein Gesicht hat. So, you have won the battle. Jetzt lass mich aber hier in Ruhe, alter Mann. Miau, schnell weg hier. Noch weiter runter, oder? Jetzt sag bitte nein. Ach, schade. Na, wenn Mutze könnte, glaube ich, nicht mehr hochkommen. Aber hier muss ich einmal kurz reinlinsen. Und einen kleinen Stein. Ging es jetzt hier oder ging es hier weiter? Ich bin nur der verfolgt. Ich weiß es nicht. Oh ja, gute Idee. Da würde ich nicht lang. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich bin schon da. Ach, hast du alle schon besiegt? Ja, ich brauche doch Training für dich Top 4. Ach ja. Wieder. Ach, diese Abras sind gerade die gewesen, die wo man sich teleportieren kann, ne? Mhm. So. Achso. Was gibt's hier für Pokémon? Na, was gibt's hier Schönes? Diesen Affen will ich haben. Und diesen Domflamm, diese Vorentwicklung. Level 3 Kleinstellen, wo bin ich denn hier gelandet? Der war am Anfang. Das ist der Anfang hier? Oh Gott. Der Anfang. Schnell hier raus. So, und dann? Unten und dann noch. Oh, nach links war auf jeden Fall falsch. Just come down. Jo. Na. Jetzt kommt er mit einem Pummelluft Level 6. Also, da würde ich ja schon glatt fliehen wollen. Erfahrungspunkte und 42 Poké-Dollars. Also, nächstes Mal bitte ein bisschen mehr. So, jetzt nach rechts, dann wahrscheinlich nach unten, denn hier runterhüpfen. Dann, oh Gott, wo seid ihr denn hin? Einfach nur nach rechts. Einfach nur nach rechts, okay. Guck dich zu Empfang. Ah, alles so. Oh, da kommt noch ein Hoto. Hot.
Ah. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und. Oh Gott, jetzt müssen wir den ganzen weiten Weg zurücklaufen, ne? Schwimmen. Jo, alles. Haha. Glück, dass ich alle schon besiegt habe. Tja, trotzdem bin ich weiter als du. Hihi. Ihr kriegt mich nicht. Hä, habe ich Repel an oder warum kommt hier kein Pokémon? Och, Lissy, nee. Roselia. Das waren Pflanzen, aber ich mache trotzdem mal eine Käferattacke drauf. So, dich, Giflor, machen wir auch nochmal schnell weg. Ein Spieler Stickstoff. Was ist los? Heißt ein Spieler Stickstoff. Echt? Das ist ja unerhört. Das werden wir eh gleich sehen. Seid ihr in der Höhle reingegangen? Kann ich stehe gerade bei Mario. Jetzt wo Kanimani. Ich habe einen anderen Weg gefunden. Nein, oh, verdammt doch nicht. Ich wollte gerade unter das Wasser da lang schwimmen, ey. So. Wo ist der Spieler Stickstoff? Sehe ich nicht. Rechts lang, ne? Ah, da oben Stickstoff. Rechts lang, ne? Immer nach rechts, habt ihr gesagt. Yep. So. Ach da. Ah, das ist eine kleine Höhle. Ich wollte außen rumfahren. Zuh. Ich sag mal, easy going hier, diese Höhle hier. Boah, ey, sag mal, auf diesen kurzen Strecken, wie viele Pokémon ich einfach treffe. Das ist doch unmöglich hier. So, jetzt schnell mit dem Voluna Shiny rüberhüpfen. Oh. Wo seid ihr schon? Seid ihr schon längst in Kanto, in der ersten Stadt? Noch nicht. Noch nicht ganz. Oh, Dodo. Hallo Mario. So, geht mal hier lang. Dann hier wieder runter. Und dann sind wir auch bald gleich bei Luigi. Da ist er schon. Luigi, oh. Ah, Route 26. Einfach abgehauen, ich glaub's ja hier. Unmöglich! Oh, schon wieder ein. Unglaublich, immer gern. You have run away from the white Pokémon. Oh. Mensch, Anna, was willst du denn? Nicht nur weniger. Na, hier kriegst du einen Stromschlag. Aber was letztens, was mir so durch den Kopf gegangen ist, ne? Es gibt ja Pokémon, die per Telekinese mit dir sprechen können. Das wären so unter anderem Mewtwo, Arceus, Deoxys war das, glaube ich, Deoxys? Deoxys, genau. Und Seismimnik oder irgendwie sowas. Irgendwie so, da gibt es noch ein paar andere. Das sind halt Pokémon, die per Telekinese mit dir sprechen können. Und das ist ja auch schon ziemlich cool. Ja. Aber das ist ja durch Hilfe von Telekinese. Und wenn man es so betrachtet, gibt es nur ein Pokémon, was ohne diese Hilfe sprechen kann. Und es schnurrt. Genau. Eigentlich müsste Mauzi verdammt viel wert sein, oder? Falscher Weg. Achso. Und wenn es nicht bei so zwei Flaschen wäre, dann ja. Weil die suchen immer seltene Pokémon. Die ganze Zeit suchen die seltenen Pokémon. Eigentlich haben sie doch immer ein seltenes Pokémon bei sich. Ein Mauzi, was sprechen kann, ist so besonders, dass es gibt kein zweites auf dieser Welt. Oh,
Guck mal, ich habe ein Elektro-Pokémon, habe aber Attacken gegen Gestein. Das ist ja fast so wie Pikachu mit Surfer. Was war das jetzt für eine Attacke? Oh, bei dir das Gyarados unsichtbar, so leicht unsichtbar, so durchsichtig leicht? Nö. Nö, bei mir ist es ganz normal. In seiner vollen blauen, gelben Pracht.